In den letzten News hatte ich es ja angesprochen, dass ich einen Rimmelswagen suche. Und der André vom Bauforum, der hat sich daraufhin nämlich gemeldet, weil er sich mich einen neuen gekauft hat. Und er sagte, der könnte doch ideal für meine Zwecke passen. Fahren wir doch mal hin. André, komm, da ist der richtige André. Moin. Was die alle machen. Ja. Hi. Ja, alles klar. Hi. Sicher. Ja, ich komme mal gerade dazu, hier mal ein bisschen durchzurollen. Jetzt haben wir gerade mal ein Stückchen Kuchen und Käffchen getrunken. Gegessen, getrunken. Ja. Und jetzt ziehen wir uns mal an, bevor es nämlich gleich dunkel wird. Und bevor wir den Panikknopf drücken müssen. Und voilà. Eine coole Sache, ne? Ja, das ist schon eine geile Sache. Genau, wir sind nämlich gerade schon hier und gucken uns jetzt gerade mal den Hänger schon mal an. Ja. Der Carsten will sich jetzt einen neuen Anhänger kaufen. Er hat sich ein bisschen inspirieren lassen durch mein Anhänger-Video. Das könnt ihr übrigens da oben, könnt ihr das anklicken. Ja, die Lösung ist echt schon cool, dass du es einerseits als Klappe zum Beladen nutzen kannst und einmal, du kannst es, das führt mich auch mal ein, du kannst es ja auch als Werbefläche nehmen. Das heißt, wenn du jetzt da ist die Klappe, dann machst du das auch. Genau, hier hast du rein theoretisch dann die Ausgabeklappe. Ja. Ne? Und wenn du jetzt auf dem Event bist, könntest du das ja noch als Werbe, also du könntest ja auch jetzt, nicht Preistafel, aber Produkttafel, sonst was. Und dann könntest du das Ding ja noch irgendwie feststellen. Dann musst du da unten ja nur irgendwie so ein Feststeller haben, der auf dem Boden ist. Dann machst du noch mit dem Dremel, fräst hier noch einen Schlitz rein, dann hast du hier noch die Beleuchtung für deine Preise. Ja, kannst du auch noch machen. Alles drin, wir haben an alles gedacht. Also die Klappenlösung, die ist echt schon cool und es sieht auch nicht mal so ganz scheiße aus. Nein, ich meine jetzt auch für die Kunden, wenn du jetzt dir vorstellst, du vergrößerst ja optisch auch, wenn du jetzt diese Fläche siehst, da bist du schon fast bei 5, 6 Meter. Also das sieht auch optisch geil aus, ne? Ja, so das Dach ist hier Vollpolyester, genauso wie der Bug. Ich latsche mal immer mal rum hier. Vorne auch so richtig schick abgerundet. Also optisch schon mal echt ein Schmankerli. Ja, guck, und hier machst du dir aus Alu, machst du einen Flaschenkasten. Genau, wird sogar passen. Ja, zwei Elberflaschen. Ja. Die würde ich auf jeden Fall raus. Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, muss ich auch. So, mit der Verschlauchung gehst du dann hier runter. Ich habe den jetzt, das ist ein 2,6 Tonner, ich habe den auf 2 Tonnen abgelastet. So. Aber du kannst ja, was hast du mit deinem 2,5 oder darfst du nur 2? Ich habe auch ne 2, was denn, ziehen oder was oder deswegen? Ja. Weiß ich gar nicht. Aber du brauchst ja gar nicht so viel. Brauche ich auch nicht. Ne? Von daher ist es ja Blödsinn, weil du zahlst ja auch mehr Kfz-Steuer. Ja, genau. Wir quatschen nämlich gerade darum, weil die Gastaschen ja nicht im Wagen sein müssen, dürfen. Die dürfen nicht im Wagen sein, sondern die müssen außen sein. Muss ja gerne mal von drinnen schauen können. Da ist zu. Achso. Ja, wenn man den Hebel nicht sieht. Genau, wenn man den Hebel nicht sieht. So. Wenn ich jetzt Innes sagen, soll ich Kamera führen? Soll ich Kamera nehmen? Kannst du auch machen, ja. So, angedacht ist grob, dass ich hier, glaube ich, gar nichts mache. Bei einem anderen Innes-Wagen habe ich im Rückbuffet immer eine Spüle noch. Die mache ich da jetzt gar nicht rein, weil der ja schmaler ist. Ist ja gewollt. Weil du könntest dann die Spüle zum Beispiel. Hier würde ich auch irgendwie so ein Sideboard, was hier schön in die Rundung reingeht. So ein Halbmond, ja. So ein Halbmond und dann hast du so ein Kleid vom Wohnwagen, kenne ich das, ja, ne? So kleine Spülbecken. Ja. So, aber du musst hier mit dem Hilfsrahmen arbeiten, ne? Ja, gut, das wäre jetzt das Plan zu sehen. Und die Klappe würde man jetzt, sagt, die sind ja jetzt bei dir nur dran, die wären bei mir nicht dran, diese Dinger. Ja. Und dann würde ich halt eben über die ganze Fläche oder so groß wie es geht, man kann hier ein paar Zentimeter Platz lassen, dann die Klappe einbauen oder die rausflexen und dann letztendlich dann aufbauen. Das ist aber dann die edelste Pommesbude in Deutschland, würde ich sagen, ne? Ja. Und mit 100er Zulassung. Ja, das ist auch noch schick. Ja.
Auch das finde ich geil. Da hast du nochmal so ein zusätzliches, also wie gesagt, imbiss-technisch jetzt gedacht, hast du da gut Abluft. Ja. Also selbst wenn du jetzt die Klappe zu hast, ist ja kalt im Winter, hast du immer noch gut. Und du kannst nur weggucken. Ja, ich kann nur noch. Erstmal, du kannst nur weggucken. Dann, wenn extrem viel los ist, du kannst hier noch einen zweiten Außerhausverkauf machen. Oder wenn es mit Pommes nicht mehr läuft, kannst du Kasperletheater machen. Genau. Für die Kinder. Ja, genau, aber dann musst du. Warte, dann musst du aber. Genau, die Vorstellung geht los. So, liebe Kinder, jetzt seht ihr den Kasper, Carsten. Carsten den Kasper. So. Du warst leider total unterbelichtet, aber. Ist egal. Ich bin persönlich. So dunkel, solange ich im Leben nicht unterbelichtet bin, dann geht das noch. Ja, genau. Übrigens, wir haben hier noch einen Studiogast, nämlich den Andi von Andis Werkstatt. Ja, hi. Ich muss ja hier gucken, ob die das hier auch alles richtig machen. Ja, ja, dann machen wir da irgendwie noch ein Bullauge vorne rein, damit man auch mehr Licht reinkriegt und dann kannst du ja hier noch eine Belüftung machen noch für die Fritteuse. Vorne? Nein, vorne nicht. Ich meine jetzt hier noch mal ne, irgendwie hier noch ein großes Fenster aus dem Wohnmobilbereich, so ein Dachfenster rein, dann hast du auch nochmal so einen Abzug. Das ist natürlich auch das Problem in der Imbisswagen, wenn der zu dicht ist, dann hast du irgendwann hier so eine... Ja, das ist ein Räucherbrunnen. Also, guck mal, wie du von der Dachführung hast, du hast ja hier wirklich einen hohen Punkt. Ja. Das heißt, die Schwaden gehen eh bis hier hin, wenn du dann hier noch einen Abluft machst mit dem Lüfter auch noch drin. Ja. Es gibt Wohnmobil, für einen Wohnwagen, Wohnmobil, gibt es diese Dachfenster, die einen eingebauten Lüfter haben. Ja, kenne ich, ja, ja. Du kannst ja das Ding natürlich auch schön folieren, ne? Wobei, ich habe erst gedacht, das Ding muss poliert werden, aber wenn du die komplette Aluwand jetzt hier siehst, finde ich das eigentlich schon, sieht schon gar so geil aus. Ja, ja, also du brauchst eigentlich nur ein Logo drauf, tackern und gut ist. Ja. Ich meine, man sieht es ja hier mit dem Logo. Sieht ja jetzt auch nicht unschlecht aus. Sieht ja gut aus. Und es hat noch so ein bisschen was, wie heißen hier noch diese amerikanischen Hänger? Ja, Airstream. Airstream. Ja. Es hat so ein bisschen den Airstream-Touch, weil du schön das schwarze Dach hast. Jetzt wissen wir es, Kinders. Airstream für Arme. Ja. Der Carsten. Airstream für Arme. Jetzt wusste ich auch, welche Sehnsucht beim Kauf dieses Anhängers eine Rolle bei mir gespielt hat. Der Airstream für Arme. Aber die Frage an euch ist ja mal, würdet ihr den noch folieren? Also entweder für mich oder für den Carsten, oder würdet ihr den so lassen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich denke, ich werde noch mal ein paar Alus drauf machen. Aber ansonsten schaut das Ding noch schön aus, oder was meint ihr? Definitiv. Ja. Auch die Tür vorne schick. Schon gesehen? Hier vorne hat man da noch mal so einen zusätzlichen Einstieg, wie man das auch von Feldanhängern kennt. Das fand ich auch schon mal nicht schlecht. Also entweder als Serviceklappe oder whatever. Ne? Also ist. Passt das für dich von der Höhe? Ja. Ich komme da gut durch. Ich bin ja ein bisschen was kleiner wie die anderen hier. Aber die Pommesfrau ist ja auch kleiner, von daher. Noch kleiner. Na, ja, die ist noch kleiner, genau. Noch kleiner. Und der ist eben sehr niedrig, ne? Guck dir mal, der hat. Sind das überhaupt 30 cm? Ich habe mal gelesen 30 cm. Ja, du stehst jetzt aber auch schief, ne? Ja, das sind 27,5. Du stehst jetzt aber auch schief. Ja, die paar Zentimeter. 35. Ja. So, jetzt messen wir jetzt mess bei dem hier. Ja, wenn ihr, ja. Ladekante halt, ne? Und hier bist du jetzt schon locker bei fast 60, ne? Ja. Das ist schon. Und das war nämlich bei mir, als ich habe mir die ganz normalen Kofferanhänger erstmal angeguckt. Und dann bist du irgendwann so konditioniert auf die Höhe, wenn die da so in einer Reihe stehen. Und dann habe ich mir den angeguckt und dachte, was ist der niedrig? Und die normalen Kofferanhänger, die haben dann so eine Stehhöhe von 1,80, 1,85. Und da kannst du ja locker mit 3 Meter, mit 2 Meter, 3 Meter nicht, aber 3 Meter kannst du liegen. Das ist auch viele, was viele beim Bulli gar nicht wissen, beim Transporter. Wenn du beim Transporter nämlich auch Heckantrieb hast, dann bist du auch locker auf 60 cm wegen dem Heckantrieb, weil die Kardanwelle ja irgendwo da dran muss. Und deswegen, das wusste ich vorher auch nicht, wo ich jetzt den Transporter gekauft habe. Da, wenn du da Front... Opel Movano ist das, ja genau, der neue. Ja, jetzt machen wir die Klappe hier auch noch zu. Jetzt gehen wir die erstmal rein, weil es nämlich kalt wird. Ne? Schreibt es in die Kommentare, ob wir das Projekt mal, ob wir das mal machen sollen. Aber jetzt gehen wir erstmal rein, es ist kalt. Boah.